Ja, hallo liebe Freunde der guten und der ausgefallenen und der seltenen Weine. Heute meldet sich der Weinreporter von wo ganz anders her als normal. Nix Hinterzimmer, Waterfront. Heute sind wir in unserem wunderschönen sommerlichen Garten in Ungarn. Das ist also die Freiluftversion. Und neben mir sitzt Janosch von Böthi, ein ganz alter Freund, den ich sehr lange nicht mehr gesehen habe, der lange in der Nähe von Hamburg gelebt hat. Es war der größte Liebermai, also Gänsestopfleberhändler, den ich kannte und hat alle tollen Restaurants beliefert und seit vielen Jahren lebt er in Ungarn und er macht Wein. Ja, wir haben im Glas einen Wein, den dürfte es in Ungarn gar nicht geben. Das ist aber eine meiner Lieblingssorten. Es ist ein Chenin Blanc. Janosch, was machst du? Du machst am Balaton, am Plattensee Chenin Blanc. Wie das? Ist der Zukunft. Die Zukunft? Das ist die Zukunft. Warum die Zukunft? Weil die Klima ändert sich. Ja, das ist wohl wahr. Das sage ich den Winzern in Deutschland auch immer. Ja. Hören aber nicht auf mich. Ja, leider. Das ist in Ungarn das Gleiche. Ist das exakt. Ja. Na, okay. Das ist kein Problem. Mir weht auch der Winter entgegen. Aber das ist wirklich, das ist der Zukunft für die warmen Regionen, die Winter kalt sind, aber im Sommer sehr warm. Und am Balaton, da ist es ja ganz schön warm. Der Janosch, der sitzt am Chobank, das ist einer der berühmten Berge an der Nordküste des Plattensees. Und das ist eine Gegend, die sehr berühmt ist für ihre Weißweine. Das ist meistens Sürgeberat, also unser Grauburgunder. Das ist der Wein mit dem unaussprechlichen Namen Kegnelü. Kegnelü. Ja, das ist der Blaustängler. Naja, und jetzt machst du dort Chenin Blanc. Ist das überhaupt erlaubt? Nee. Also es ist ein Piratenwein. Eigentlich, ja. Eigentlich ein Piratenwein. Probier mal den Piratenwein, komm her. Wohl sein. Nur, ist wie ein guter Chenin Blanc von der Loire oder noch besser wie ein guter Chenin Blanc aus Südafrika? Da ist ja auch wärmer als an der Loire. Ja, ja, ja. Also du glaubst, es ist eine ideale Weißweinsorte für heiße Sommer? Ja, wenn du das so siehst, also die Säure und die Frucht ist in idealer Harmonie. Der wird reif in Ungarn. Vor ein paar Jahren wird es nicht reif. Das haben wir zum Beispiel mit 105 Öxler geerntet und Anfang Oktober. Also wenn wir das weiter dran gelassen hätten, wäre wohl weiter. Aber dann wäre zu viel Alkohol, das muss nicht sein. Ja, das geht noch. Es ist sehr ausgewogen. Ja. Die Frucht. Ja. Hat sehr viel Mineralität, wie alle Weine vom Chobank. Gut, das, ja, ja, das ist halt der vulkanische Boden. Ja, ja. Das hast du durchgängig bei jeder, bei jeder Sorte. Ja, das hast du probiert hier. Ja, das haben wir. Kleine Sorte. Ja, ja, also, ihr könnt ja sehen hier, wir haben ja also heute mal das gesamte Repertoire von Janosch durchprobiert. Und ich fand einfach diesen Chenin Blanc den interessantesten Wein, um ihn mal vorzustellen, weil das ist möglicherweise auch in Ungarn die Zukunft. Und ja, jetzt habe ich noch einen anderen Wein ausgesucht, den ich wahnsinnig gerne mag. Das ist der Kuruzwehr. Ja. Kuruzwehr, das heißt Kuruzenblut. Kuruzen, das waren die alten, die Aufständigen. Die Aufständigen, ne? Also die bösen Kerle, ne? Die Räuber aus dem Wald oder sowas. Ne? Und naja gut, und Kuruzenblut. Die meinten damals natürlich was anderes. Das hieß, die Köpfe abschlagen und dann floss das Kuruzenblut. Naja, aber er hat also diesen Kuruzenblut-Cuvée. Das ist natürlich wiederum sehr ungarisch. Ne? Da hast du Pinot Noir drin, da hast du den Blaufränkisch drin hauptsächlich und du hast Kadaga drin. Ja, Kadaga. Der gibt den Würze. Ah, das gibt die Würze. Das gibt diese unverwechselbar mit dem Chobank-Terror-Charakter, ne? Ja, finde ich. Also, das gibt ihn gerne. Ja, klar, das von dem Blaustängler hatte schon noch die schöne Säure. Ach, Blaustängler. Blaufränkisch hatte die schöne Säure. Schon in der Hintergrund. Der Pinot Noir ist schön abgerundet. Ich finde, es ist auch mein Geschmack. Ja. Und Rebellenblut, warum nicht? Naja, du bist ja ein Rebell, wie wir sehen am Chenin Blanc. Das ist doch wunderbar. Jetzt ist nur noch die Frage, gibt es deine Weine in Deutschland überhaupt? Nein, noch nicht. Überhaupt nirgends? Doch. Es gibt der Restaurant Margot, Michael Hoffmann. War bei mir, hatte die Weine probiert und 4 Stück davon hat er auf die Speisekarte gesetzt. Also, liebe Leute, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr macht Urlaub am Plattensee und dann geht ihr das Weingut von Janosch besuchen. Das wäre natürlich das Allerschönste. Das ist ideal. Oder... Es ist ungefähr genauso teuer. Ihr geht nach Berlin ins Restaurant Margot zu Michael Hoffmann und da könnt ihr seine Weine auch trinken. Prost darauf. Ja, Janosch, einmal mit deinem Chenin Blanc, mit deinem Kuruzenblut. Ja. Hat Spaß gemacht, dich wiederzusehen. Ja, freut mich auch, Alter.